Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Festgemeinde, erst einmal herzlichen Dank für die wunderbar gelungene musikalische Einstimmung des Tobias Schöpker Quartetts, die uns in diese festlichen Abend hineingeführt hat. Ich darf Sie alle im Namen der Stadt Fürth zur Verleihung des Jakob Wassermann Literaturpreises 2020 sehr, sehr herzlich begrüßen. Sie können sich vorstellen, nachdem wir die Preisverleihung ohnehin schon pandemiebedingt verschieben mussten, hätten wir dies heuer gerne mit einem rauschenden Fest und zahlreichen Gästen und Zuschauern nachgeholt. Doch uns allen ist die derzeitige Lage bekannt und so stehe ich heute auch hier anstatt unseres Oberbürgermeisters Thomas Jung, der an Corona erkrankt ist, aber glücklicherweise symptomfrei ist. Er lässt Sie ebenfalls ganz, ganz herzlich grüßen. Und anstatt diese Verleihung in einem vollen Haus zu feiern, mussten wir den Kreis der Anwesenden stark einschränken. Daher grüßen wir alle hier aus dem Kulturforum, insbesondere auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Preisverleihung über unseren Livestream zu Hause verfolgen. Sehr geehrte Damen und Herren, das Tolle am Lesen ist, man kann es überall tun. Ob auf einer Parkbank unter freiem Himmel, im gemütlichen Sessel zu Hause, in einer Bibliothek oder in der U-Bahn. Und man kann es tun, auch oder vielmehr gerade, wenn eine Pandemie herrscht. Ich gestehe gern, dass auch ich ein leidenschaftlicher Leser bin und dass mir das Lesen in diesen Monaten der Pandemie durchaus geholfen hat. Leider konnten wir im vergangenen, von Corona geprägten Jahr unseren Jakob Wassermann Literaturpreis, wie bereits erwähnt, nicht verleihen. Dies holen wir heute, aber mit umso größerer Freude hier gemeinsam nach. Dazu darf ich zunächst ganz, ganz herzlich begrüßen unseren Preisträger Clemens J. Sitz. Ganz herzlich willkommen, Herr Sitz. Ich freue mich genauso über unsere Laudatorin, die Professorin Dr. Iris Herrmann. Herzlich willkommen. Auch die Mitglieder des Kuratoriums sind anwesend, die Kollegin Stadträtin Birgit Arnold, Professor Dr. Gunnar Och, Stadträtin Sabine Weber-Tumuller und Cornelia Zetsche. Herzlich willkommen. Ich begrüße ebenfalls Frau Barbara Ohm, die Inhaberin der Goldenen Bürgermedaille. Den Verleger Norbert Treuheit. Ja, unseren frisch gebackenen Kulturreferenten der Stadt Fürth, Dr. Benedikt Döhler. Die beiden Fraktionsvorsitzenden Maximilian Ammon und Kamram Salimi. Und alle Kolleginnen und Kollegen des Fürther Stadtrats, die heute mit dabei sind. Und nicht zuletzt unsere Fürther Kulturamtsleiterin Frau Gadi Köhn zusammen mit allen Gästen des heutigen Abends. Ja, mit dem Jakob Wassermann Literaturpreis, dem höchst dotierten Kulturpreis, den die Stadt Fürth alle 2 Jahre vergibt, ehren wir nicht nur diesen großen Sohn unserer Stadt, nein, wir möchten auch eine Verknüpfung seines Schaffens und seiner Werte mit der zeitgenössischen Literatur herstellen. Jakob Wassermann, meine sehr geehrten Damen und Herren, war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der bekanntesten und wichtigsten Autoren in Deutschland. Im Übrigen noch vor solch berühmten Namen wie Thomas und Heinrich Mann. Und ich nenne ihn gerne in einem Atemzug mit anderen berühmten Kindern in unserer Stadt, die Fürth entscheidend geprägt haben, etwa Ludwig Erhard, Henry Kissinger oder Leopold Ullstein und Bernhard Kellermann. Seine ersten 16 Lebensjahre verbrachte er am 10. März 1873 in Fürth als Sohn eines jüdischen Spielwarenfabrikanten,
geborene Jakob Wassermann hier in seiner Geburtsstadt. Die Zeit in Fürth hat Wassermann stark geprägt. Leider gehörten der frühe Tod der Mutter, sie starb, als Jakob 9 Jahre alt war, und eine sprichwörtlich böse Stiefmutter zu seinen traumatischen Kindheitserfahrungen. In seiner Autobiografie »Mein Weg als Deutscher und Jude« schildert er seine eigene entbehrungsvolle Jugendzeit, sein Leiden unter der Luft der Armut und Lieblosigkeit im väterlichen Haus, unter dem jüdisch-mittelfränkischen Kleinbürgertum und der wilhelminischen Schule als seelenlose Ordnungsanstalt. Demzufolge waren die Erinnerungen Wassermanns an seine Kindheit in Fürth alles andere als rosig. Kein Wunder, dass er die Stadt bereits mit 16 Jahren verließ und nur wenige Male hierher zurückkehrte. Aber trotz dieses düsteren Bildes, das er in späteren Jahren zeichnete, war sein Blick zurück nie von Hass oder Zorn erfüllt. 1898 siedelte Wassermann schließlich nach Stationen in Nürnberg und München nach Wien über und arbeitete dort als Theaterkorrespondent. Nachdem er im März 1933 in einem Artikel den deutschen Antisemitismus ungeschminkt angeprangert hatte, wurde der Schriftsteller kurze Zeit später aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen und seine Werke wurden nicht mehr gedruckt. Unbeirrt schrieb Wassermann jedoch weiter und plante unter anderem die Lebensgeschichte des Ahasver, des ewigen Juden, zu erzählen. Dieses Vorhaben konnte der Autor allerdings nicht mehr vollenden. Der Tod kam ihm zuvor. Er ereilte ihn in seinem österreichischen Landhaus am 1. Januar 1934 und ersparte ihm die persönliche Verfolgung durch die Machthaber des Dritten Reiches. In einem Nachruf auf ihn hieß es, er starb auch an seinem Gram und an den Qualen der Zeit. Was können wir von Jakob Wassermann lernen, auch heute lernen? Krisen kann man bewältigen, wenn man sie als Herausforderung annimmt und nicht mit Bitterkeit und Abscheu zurückblickt. Mit dieser Einstellung, ja, mit dieser Lebenseinstellung ist er nicht nur Vorbild für Autorinnen und Autoren, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger, egal in welcher Stadt und in welchem Land. Und auch in Zeiten einer Corona-Pandemie ist das eine Erkenntnis, die als Vorbild dienen kann und sollte. Jakob Wassermann hat dies schriftstellerisch umgesetzt. Ihm sicherte die Sprache letztlich sein eigenes Überleben. Und zwar sowohl materiell gesehen als auch seelisch. Denn vor allem nach der Machtergreifung Hitlers war er der entsetzlichen, bösartigen antijüdischen Hetze ausgesetzt. Er musste die bittere Erfahrung machen, aufgrund seiner Religion unerwünscht zu sein, verhasst und verachtet zu werden. Im Verfassen dieser Erlebnisse, im Erzählen sah Wassermann nicht nur die Möglichkeit, die eigene Vergangenheit zu verarbeiten und sich von dem Erlebten zu befreien, vielmehr wollte er die Menschen wachrütteln und mit der Wahrheit konfrontieren. Er wollte jenen Menschen Gehör und Recht verschaffen, die sonst keinen Fürsprecher hatten. Die Botschaft seiner Werke ist ein Kampf für mehr Menschlichkeit, für soziale Gerechtigkeit und gegen Antisemitismus. Trotz schwieriger Umstände, so war seine Überzeugung, müsse es möglich sein, Mensch zu bleiben und menschlich zu handeln. Diese Botschaft ist leider auch heute noch in höchstem Maße aktuell und alle Beachtung würdig. In diesem Sinne ist Jakob Wassermanns Werk für die Stadt Fürth nicht nur stolze Würde, sondern auch Pflicht und Verantwortung. Und diese Verantwortung nehmen wir an, indem wir Wassermanns Anliegen, Humanität, Toleranz, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit fordern und fördern. Humanität und Toleranz sowie die Lust an der Sprache und zum Formulieren. Diesen Stichworten ist der Weg zu Clemens Setz, unserem diesjährigen Jakob Wassermann-Preisträger, nicht weit. Zu seinem Werdegang werden wir sicher gleich in der Laudatio von Professorin
Ihres Hermann noch einiges hören. Ohne zu viel vorwegzunehmen, darf ich Ihnen aber an dieser Stelle auch zum Georg-Büchner-Preis, dem renommiertesten Literaturpreis im deutschsprachigen Raum, ganz herzlich gratulieren, mit dem Sie dieses Jahr ausgezeichnet wurden. Aber ich ergänze die Bemerkung, wir in Fürth haben Ihr schriftstellerisches Wirken im Übrigen ja schon im letzten Jahr erkannt und wollten Sie entsprechend ehren. In Ihrer Begründung für den Preisträger 2020 schreibt das Jakob-Wassermann-Kuratorium unter anderem über Sie, lieber Herr Setz, Clemens J. Setz gehört zu den kreativsten, einfallsreichsten jüngeren Autoren deutscher Sprache. Ein Schriftsteller, der in Erzählungen, Romanen, Gedichten, Essays, Stücken und einem Bot-Gespräch die Literatur in Themen, Formen, Perspektiven dehnt und Risiken wagt. Der mit vergnüglicher Souveränität literarische Vorbilder zitiert, ohne sie zu imitieren, und seine Ästhetik des Bedrohlichen mit Sprachwitz und Musikalität unterwandert. Clemens Setz moralisiert nicht, aber als glänzender Beobachter gesellschaftlicher Verhältnisse, menschlicher Tiefen und Abgründe seziert er Machtverhältnisse, Liebe und Unterwerfung, Wahn und Manipulation, seelische Verwüstungen und Defizite von Empathie in unserer Zeit und führt so das Erbe Jakob Wassermanns fort, seine Humanität und seine Fabulierlust. Sehr geehrter Herr Setz, Sie erhalten diesen Literaturpreis, weil sich die Themen Menschlichkeit, Toleranz und Gerechtigkeit wie bei Jakob Wassermann wie ein roter Faden durch Ihre Werke ziehen. Sie reihen sich damit als würdiger Vertreter in einer Reihe mit den vorherigen Preisträgern Edgar Hilsenrath, Hilde Domin, Dagmar Nick, Stan Adolny, Uwe Timm, Robert Schindl, Robert Schopflocher, Feridun Saimoglu, Gerhard Roth, Urs Widmer, Gila Lustiger und Barbara Honigmann ein. Ich gratuliere Ihnen im Namen der Stadt Fürth sehr herzlich zum Jakob Wassermann Literaturpreis 2020 und freue mich sehr, dass wir dies heute in Ihrer Anwesenheit tun können. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren, vor allem aber guten Abend, lieber Clemens Setz. Wie wenige Autoren und Autorinnen ist Clemens Setz ein Autor seiner Zeit. Einer Zeit, in der sich auch das ehrwürdige Medium der Literatur in den letzten Jahren mit eklatanten Umbrüchen und Entdifferenzierung konfrontiert sieht. Sie reagiert auf veränderte Lesegewohnheiten, Rezeptionsweisen und Ökonomien, die durch die Omnipräsenz des Internets, durch digitale Lesegeräte und Vermarktungen produziert werden. In Form wie in Inhalt, in den Erzähl- und Darstellungsweisen reflektiert die Literatur diese neuen Prozesse. Sie offenbart Widersprüche und Brüche, entwirft Utopien oder Dystopien, die unseren alltäglichen Umgang mit der sich verändernden Welt widerspiegeln. Im Werk von Clemens J. Setz finden sich intermediale Referenzen, naturwissenschaftliche, besonders neurophysiologische Reflexionen, experimentelle Schreibweisen und ein kritischer Blick auf die medialen und politischen Verhältnisse unserer globalisierten Welt paradigmatisch wieder. Der 1982 in Graz geborene Autor, den Iris Radisch in der Zeit die jüngste Hoffnung der deutschen Gegenwartsliteratur genannt hat, setzt sich auf eine ganz eigene Weise mit der gesteigerten Informationsvielfalt in der virtuellen Welt und veränderten Kommunikationsformen auseinander. Mensch-Maschine, Inferenzen und Interferenzen, neurophysiologische Prozesse anstelle einer traditionellen Psychologie, dies und mehr kennzeichnet die überaus präzise phänomenologische Wahrnehmung seiner Texte. Besonders die starke Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Felder von Mathematik und Physik
ist aber in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ebenso originell wie ungewöhnlich. Sie ist auch ein Widerhall der postmodernen amerikanischen Literaturtradition, an die Setz anknüpft, die er aber auch kreativ und augenzwinkernd umschreibt. Clemens J. Setz hat schon als ganz junger Autor auf sich aufmerksam gemacht. 2007 veröffentlichte er seinen Debütroman Söhne und Planeten. Seitdem folgten die Romane Die Frequenzen 2009 und Indigo 2012, die beide auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises standen, zudem der Erzählband Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes, für den er 2011 den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Weitere Veröffentlichungen umfassen den Gedichtband Die Vogel-Strauß-Trompete 2014, die als Nacherzählung deklarierte Textsammlung Glücklich wie Blei im Getreide 2015 sowie zahlreiche Artikel für die Wochenzeitung Die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und das Literaturmagazin Volltext, daneben auch Theaterstücke. 2015 gewann er mit dem vielbeachteten Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre den Wilhelm-Raabe-Preis. Auf dem Blog Frau und Gitarre kommentierten unter anderem Joachim Bessing, Sascha Lobo, Ijoma Mangold und Kai Wolfinger von September bis Weihnachten 2015 den Text in einem virtuellen Zitat- und Zettelkasten und gingen so den veränderten literarischen Produktions- und Rezeptionsbedingungen nach, mit denen sich Setz in seinem Werk auseinandersetzt. Seine Bedeutung für die internationale Literaturlandschaft unterstreicht nicht die Übersetzung von Indigo ins Englische, sondern auch die positive, prominente Kritik, etwa in der Literaturbeilage der Times, die von einer alarming and serially beautiful novel spricht. Setz lotet in seinen Texten gleichermaßen ironisch-spielerisch wie tiefgründig rätselhaft die Schattenseiten der Gegenwart aus. Zitat: Jede erotische Fantasie ist garantiert schon irgendwo im Internet. Deswegen mache ich mir die Mühe, mir etwas auszudenken, was garantiert niemand ins Internet stellt, proklamierte er in einem Gespräch mit der Zeit 2012. Sein Werk kreist um zwischenmenschliche Abgründe, um Paranoia, Krankheit und auch Depression. Es diskutiert Generationenkonflikte und nimmt, Zitat, die Liebe in Zeiten postpsychologischer Neurophysiologie in den Blick. Das Zitat stammt auch aus einem Artikel in der Zeit. Er rückt gesellschaftliche Außenseiter und Außenseiterinnen ins erzählerische Zentrum, porträtiert wiederum aus diesem Artikel den Freak als Phänotyp der Gegenwart, ohne dabei zu werten oder anzuklagen. Dabei entfaltet er an ihnen und in ihren Innenwelten ein Panoptikum des Unbehagens an der westlichen Welt. Ein Zitat aus dem Erzählband Die Liebe in den Zeiten des Mahlstädter Kindes: Es gab sie wie Sand am Meer. Sie waren überall und allgegenwärtig, die Grauzonen von Traurigkeit, Wahnsinn und Einsamkeit in Gegenständen, Gebäuden und Situationen. Offenstehende Garagen mit einem unveränderlichen Ölfleck auf dem Boden, überquellende Mülltonnen, dreibeinige Hunde oder, sehr schlimm, Haltestellen, als wäre man angekettet unter freiem Himmel. Dann einzelne Dinge, verbogenes Besteck, braun veränderte Fäustlinge, Körner aus Winterstreugut, die in den flüssigen Schuhabdrücken auf dem Küchenfußboden schwimmen, ausgebrannte Telefonzellen, Büsche, die nach Urin riechen und trotzdem von Hunderten von Spatzen bewohnt sind, die verblassenden Farben der eigenen Sommerkleidung im Untergangslicht eines Treppenhauses, in dessen schummrigen Halbstöcken kleine, taufbeckenartige Vorrichtungen stehen, ohne einen Hinweis auf Sinn und Zweck. Die Stelle liest sich wie ein literarisches Programm. Die hier angesprochenen Grauzonen werden nicht übersehen, sie werden vielmehr bemerkt, beobachtet, bewusst aufgesucht und genau beschrieben, auch wenn dies hier zunächst in einer vergleichsweise schlicht anmutenden Aufzählung geschieht. Setz fordert uns heraus, indem er unseren Blick auf diese Grauzonen richtet, seine Sprache uns daran fesselt.
Aus solchen Grauzonen entspringen Geschichten, weil sie letztlich den Blick freigeben auf das Ungewöhnliche. Was dabei herauskommt, ist mitunter zutiefst verstörend, weil es mit einer mikroskopischen Genauigkeit Unaushaltbarkeiten auslotet. Den Unsicherheiten einer immer unüberschaubarer werdenden und kaum mehr zu erfassenden Informationsvielfalt der virtuellen Welt begegnet er mit postmodernen Schreibverfahren, die in eine Ästhetik des Unheimlichen integriert werden. Bewusste Leerstellen, falsche Spuren oder unentwirrbare Verweise werden über fragmentierte und unzuverlässige Erzählverfahren präsentiert und verweisen so auf ein vermeintlich Unsagbares. Anstelle von klarer Semantik, sinngenerierenden Bedeutungszuschreibungen, Erklärungen und Psychologien stellt Setz performativ dar, zeigt deiktisch auf und benennt auf diese Weise sehr deutlich Probleme, Konstellationen und Situationen im Kontext unserer postmodernen Gesellschaften. Seine Figuren reagieren auf Überforderungen nicht mehr mit dem Durcharbeiten von traumatisch generierten Erinnerungen, wie es die Freudsche Psychoanalyse anregt, sondern zeigen auf den ersten Blick zunächst lediglich neurophysiologische Affekte. Helmut Gollner nennt dies zu Recht eine phänomenologische Schreibweise, bei der zuvorderst die Menschen und Dinge untersucht und genauestens beschrieben werden. Es gibt mehr Dinge zwischen Mensch und Mensch als zwischen Himmel und Hölle, schreibt Clemens Setz in seinem Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Sein großes Werk kreist immer wieder um für viele Individuen in der Gegenwart zentral gewordene Emotionen. Die statistisch erfassbare Zunahme von Einsamkeit, Depression und Paranoia, trotz oder gerade wegen der ständigen Vernetzung und vermeintlich gesteigerter Kommunikationsmöglichkeiten. Diese Emotionen, Begehren und Gefühle werden nicht von ihm evoziert, sondern als neuronale Aktivität beschrieben, ohne jedoch rationalisiert und damit entschärft zu werden. Der Emotional Turn, aber auch der zunehmende Dialog von Natur-, Human- und Geisteswissenschaften liefert die zentralen Anknüpfungspunkte für die Literatur von Clemens J. Setz. Da er selbst um technische und wissenschaftliche Entwicklungen weiß und diese, wie etwa das Phänomen ASMR, in seine Texte integriert, bedient er in gewisser Weise auch die Gattung der Science Fiction, deren Potenzial im Sichtbarmachen von Tendenzen und Möglichkeiten der Gegenwart liegt, zugleich aber vor deren möglichen negativen Entwicklungen warnt. Bei Setz werden scheinbar harmlose Alltagssituationen mit fremdartigen und oft auch sehr unheimlichen Einzelobjekten konfrontiert. Die Störungen, die dabei entstehen, lassen sich unter dem Stichwort Anthropomorphismen belebter Dinge fassen. Innerhalb dieses Feldes kristallisieren sich strukturell wirksame Themenbereiche heraus, die das Werk grundlegend kennzeichnen. Als Paranoia etwa ließe sich eine übersteigerte Wahrnehmung ausmachen, die eben nicht mehr psychoanalytisch zurückverfolgt werden kann, aber gerade dort, wo sie scheinbar keine Erklärung findet, sehr genau beobachtet und letztlich als eine neue Variante der Nervenkunst, vor allem neurophysiologisch aufmerksam verfährt. Die für die Postmoderne konstitutiv gewordenen autoreflexiven, metafiktionalen und vor allem intermedialen Schreibverfahren treibt Setz ins Extreme weiter. Durch das Verwischen der Grenze von Fakt und Fiktion macht er auf die generellen Unwägbarkeiten der virtuellen Welt aufmerksam. Das literarische Feld macht es Autorinnen und Autoren heute beinahe unmöglich, sich der medialen Diskussion zu entziehen. Clemens J. Setz versteht es dabei sehr souverän, Autorinszenierungen sowohl zu etablieren als auch zu unterlaufen. Gleichzeitig ist er als fiktiver Autor in seinen Werken präsent und kommentiert mit metafiktionalen Techniken seinen möglichen Status in der Literaturgeschichte. So ist etwa dem Roman Die Frequenzen ein fiktiver Artikel aus einem Literaturlexikon vorangestellt. Dem Erzählband Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes wohnt er gar selbst als Herzstück der Sammlung inne. Dabei schreibt er sich gekonnt ein in die postmoderne und in die moderne
Wie postmoderne Tradition von James Joyce über Lurice Borchis zu Thomas Pynchon, John DeLillo oder schließlich auch David Foster Wallace. Diese Traditionen werden mitunter ironisch gebrochen, variiert. So zum Beispiel in seinem Wallace-Pastiche »Kleine braune Tiere«. Schon im Titel steckt eine Andeutung auf den Verlag Little Brown, in dem Wallace publiziert. Über den Status des postmodernen Autors und die Möglichkeit des Schreibens im digitalen Zeitalter reflektiert Setz vor allem auch in seinem essayistischen Werk. So wirft der Text »Der transhumane Leser« die Frage nach der Zukunft der Literatur auf und in einem Volltextartikel erprobt er neue Schreibverfahren unter Einbeziehung der informatischen Programmiersprachen. Sein neueres Werk streift auch unsere Region. 2016 war er Poetikprofessor an der Universität Bamberg. Beim abschließenden Symposium lernte ich eine Seite von ihm kennen, die sich vor allem auch dort zeigt, wo der Autor aus Graz öffentlich auftritt. Ich meine seine ganz sensible Empathiefähigkeit. In seinem Buch »Bot – Gespräche ohne Autor« steht ein Clemens Setz-Bot vielen Fragen Rede und Antwort. Dort können wir das Folgende über die Vorträge lesen, die der Bamberger Poetikprofessur folgten. Dort heißt es: »Deutschland ist ein vor allem farblich seltsames Land. Der Himmel eigenartig übergangslos, aber dafür die Häuser, was für Gebilde. Beim ersten Vortrag flog ein kleiner Sperling in den Saal und prallte mehrere Male gegen die Fensterscheiben. Es war, als bekäme er im Vortragssaal nicht genug Luft unter die Flügel, er sackte ab und stürzte zu Boden. Frau Professor Hermann warf einen Seidenschal über ihn und so konnte man ihn einfangen und aufs Fensterbrett legen. Der Vogel atmete sehr schnell, er stand unter Schock, wollte nicht mehr fliegen. Ob ein Flügel gebrochen war, konnte man nicht sehen. Es ging in derselben Sekunde schnell mit dem Programm weiter. Ein Germanist sprach über irgendetwas, aber ich googelte derweil, da es sonst niemand zu tun schien, Tiernotdienst Bamberg und ging ans Fenster schauen, ob der Vogel noch da war. Er war weg. Ich ging hinunter und suchte den Garten unterhalb des Fensters ab, aber er lag nirgends. Also erholte er sich vielleicht in einem Baum oder er hatte sich zum Sterben in ein Gebüsch geschleppt. Man wird es nicht erfahren. Armer, kleiner Dinosaurier. Während der späteren Vorträge sah ich die Bäume draußen sich im Wind bewegen. Für uns ist das ein stillgeordneter, zivilisierter Anblick, passend zu der prunkvollen Villa, in der das Kolloquium stattfand. Aber für den Vogel ist es Dschungel, hart, tödlich, seine Überlebensarena. Ich konnte kaum folgen. Als Veranstalterin hatte ich tatsächlich nur den reibungslosen Ablauf des Symposiums im Kopf und war mit dem davonfliegenden Spatz überzeugt, er wäre in Freiheit. Clemens Setz' Empathie ging viel weiter. Er sorgte sich um den kleinen Eindringling, als ich schon zum Tagesgeschäft übergegangen war. Und hier stellt sich die Frage, ob diese Fähigkeit zum Mitgefühl auch im weiteren Werk zu finden ist. Prägt sie sein jüngstes Werk? 2019 erschien Clemens Setz' Erzählband »Der Trost runder Dinge«. Hans Blumenberg hat in einem Essay aus dem Nachlass von der Trostbedürftigkeit und der gleichzeitigen Untröstlichkeit des Menschen gesprochen. Ich habe den Eindruck, als wäre dies der Punkt, an dem viele Erzählungen in diesem Erzählband sich aufhalten. Immer wieder variieren die Erzählungen Momente des tendenziell Unaushaltbaren und erzählen immer wieder neu von verschiedenen Startpunkten aus, wie das unaushaltbare Erzählen dennoch ausgeheilt werden könnte. Es gibt in Clemens Setz' Erzählung Lebewesen mit menschenähnlichen Eigenschaften, etwa ein sogenanntes Awe, die jedoch nicht menschlich sind, aber das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Trost in sich tragen. Clemens J. Setz erfindet so viele Dinge, die den Schmerz lindern, auch wenn sie ihn nicht beenden können. Der Einfallsreichtum ist enorm. Auch in einer Erzählung, in der ein von einer massiven Angststörung betroffener Vater sich um seine Söhne kümmert. Dort heißt es, dann bereitete er, gemeint ist der Vater, in Gedanken eine Liste von Dingen vor, die die Angst ein klein wenig,
meist nur im Promillebereich, lindern konnten. Extrem laut gespielte Technomusik. Ein alter Mann, der auf einer Zither oder einem Hackbrett herumgreift. Die hasenartige Schnauze eines Kängurus. Massenschlägereien in Filmen mit Bud Spencer und Terence Hill. Boxkämpfe im Fernsehen, der Anblick von Auberginen und oder Tomaten, überhaupt runde Sachen und überhaupt Obst, die meisten Sorten. Dann auch Leute, die in der Weinsprache miteinander redeten, Comicstrips von George Harriman, das Schiffsholzknarren von Büchern in einem zu vollen Regal, der duftende dunkle Holzgriff eines alten Obstmessers, das angenehme, trockenholzige Geräusch, das entsteht, wenn zwei junge Böcke ihre Hörner gegeneinander schlagen. Die Liste scheint extrem beliebig zu sein. Es gibt jedoch eine noch längere Liste mit beunruhigenden Dingen. Dazu gehören auch bestimmte Worte. Was aber macht Dinge beruhigend, tröstend? Was verursacht hingegen Unruhe und Angst? Die Erzählungen nennen uns kein Kriterium dafür. Beruhigend sind aber Beobachtungen von gelebtem Leben, Licht in Fenstern, auch wiederkehrende Abläufe. Zitat: Wie jede Nacht zeigte ihm ein fernes Hochhaus seine winzigen Fensterlichter. Es waren jedes Mal andere. In diesem Hochhaus gab es gewiss Aufzüge, daran schnitten die Menschen tagsüber ihre Grimassen. Er stellte sich all die Gesichter vor, die sich nun, da es Nacht war, dort geballt auf und ab bewegten, und er wehrte den darin enthaltenen Trost durch rasches, wiederholtes Blinzeln ab. Und doch sah er einmal beim Heimkommen einen Fuchs im Stiegenhaus. Die Trostbemühungen gingen offenbar weiter. Auch das Schreiben von Clemens J. Setz geht weiter. 2020 schenkt er uns Die Bienen und das Unsichtbare, einen Band voller Texte über Plansprachen, von denen Esperanto die bekannteste und erfolgreichste ist. Setz selber hat einen Sommer damit verbracht, die Plansprache Volapük zu lernen. In seinen hier vorliegenden Erzählungen sind die Plansprachen vielleicht der Versuch, für all das Unbeschreibliche in dieser Welt den bestmöglichen Ausdruck zu finden und eine eingehende Beschreibung zu ermöglichen. Dort, wo gar Unaushaltbares droht, könnte eine Geschichte, könnte eine neue Sprache noch ein Schlupfloch der Rettung gewähren. In seiner Büchnerpreisrede, seinem jüngsten mir bekannten Werk, sagt Setz, so berührend wie wichtig und wahr, im Grunde kann dich niemand verstehen. Kann dich niemand je verstehen, also erklär dich. Verwalte das unübertragbare Gut, es ist dein einziger Besitz. Ein Besitz, der Geschichten generiert, immer wieder neu. Ein Kontinuum des Erzählens, das auch Jakob Wassermann aufrecht erhielt. Er erzählte seinem Bruder Geschichten, damit der ihn nicht an die Eltern verriet, die nicht wollten, dass Wassermann Schriftsteller würde. Das Erzählen hat geholfen. Lieber Clemens, ich gratuliere dir ganz herzlich zum Jakob Wassermann Literaturpreis der Stadt Fürth. Ich danke der Jury für ihre hervorragende Wahl und freue mich mit dir.
Sitz. Ich darf Sie nach oben bitten. Der große Moment ist da. Die Ehrung und Preisübergabe. Zuvor steht aber noch ein bisschen Arbeit an, nämlich der Eintrag. Ich dürfe auch ganz offiziell den Text der Urkunde verlesen. Jakob Wassermann Literaturpreis in Würdigung seines herausragenden schriftstellerischen Werkes verleiht die Stadt Fürth Clemens J. Setz den Jakob Wassermann Literaturpreis 2020 für den 10. November 2021, unterschrieben von unserem Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung und, glaube ich, fast genauso wichtig, der dazugehörige Scheck und das Preisgeld. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Sie haben das Wort. So, ich brauche einen Spickzettel auf dem iPhone. Vielen Dank für die Ehrung, für die freundlichen Worte, liebe Iris. Es ist interessant, weil der Namensgeber des Preises war tatsächlich einer der allerersten Autoren, von dem ich einen Roman gelesen habe. Ich habe spät im Leben begonnen zu lesen, so mit 16, 17 erst. Und es kann sein, dass es der dritte oder vierte Roman überhaupt war. Und das war Kaspar Hauser von Jakob Wassermann. Und ich war, ich weiß nicht, ob das wirklich meinem ganzen Leben eine gewisse Richtung vorgegeben hat, diese Geschichte von dem, die Sie ja wahrscheinlich alle kennen, es ist wahrscheinlich sein bekanntestes, obwohl zu Lebzeiten gar nicht erfolgreiches Buch. Es geht um diesen berühmten Findel, das Findelkind, glaube ich, in Nürnberg, der da eines Tages erschienen ist und er konnte nicht sprechen, konnte nur einen Satz sagen: Ich möchte ein Reiter werden, wie mein Vater auch einer gewesen ist oder so. Und im Roman lernt er auch sprechen mit der Zeit, so wie auch die historische Figur dann auch Schriften hinterlassen hat. Und was mich fasziniert hat bei Wassermann sind die Worte, die als erstes diesem Kaspar Hauser zugeteilt werden vom Autor. Schon damals hatte ich die Idee so, oder die Wahrnehmung, welche Worte werden das wohl sein? Zuerst einmal sprechen andere für ihn. Also es gibt die ihn finden, die mit ihm betrauten, mit dem Fall betrauten Menschen. Und dann eines der ersten Wörter, die er sagt, ist heimweisen. Also man möge mich Richtung nach Hause weisen. Und eine andere früh geäußerte Bitte ist: Der Du soll kommen. Der Du war offenbar so eine Art Wärter, jemand, der ihn in seinem Verlies betreut hat manchmal. Und es war das einzige Wort, das er konnte, Du. Wahrscheinlich hat der ihn so genannt und er hat es einfach imitiert. Und er sagte: Der Du soll wieder kommen. Oder eine andere Variante, die er sagt, ist: Erst lernen, dann heim. Und dann einer der berühmteren Sätze, die er äußert: In der Nacht sitzt das Finstere auf der Lampe und brüllt. Und ich habe dann kurz danach einen Zivildienst gemacht. Und das war die wichtigste Prägung meines ganzen Lebens bisher, nämlich die Gegenwart und die Freundschaft und auch das Interagieren mit Menschen, die nicht so funktionieren wie der herrschende Großteil. Ob das jetzt kognitive Beeinträchtigungen sind oder mehrfache körperliche Behinderungen. Und häufig waren es auch sprachlich, die Dinge, die sich rein sprachlich zeigen. Also jemand, der nur ganz undeutlich sprechen kann, wegen spastischer Lähmung zum Beispiel. Und diese Erfahrung, vielleicht ein bisschen auch
mit so einem guten Rückenwind aus dem Werk von Jakob Wassermann, hat mich dann, glaube ich, bis heute, ich schreibe über fast nichts anderes in einer, irgendwie einer Verwandlung, sind immer die Lebenswelten von Menschen, die nicht so funktionieren, Entschuldigung, dass ich da dran komme, die nicht so funktionieren wie der Großteil. Man kann sie manchmal Behinderte nennen, aber es muss nicht bei dem Wort bleiben. Es gibt auch noch andere Abstufungen. Und diese Figur eines Menschen, der nicht, dem es nicht freisteht, alles zu benennen, ist natürlich auch das Schreckgespenst aller Schreibenden. Gerade unsere Zunft ist so gebaut, dass wir immer so tun müssen. Unser Zunftschild ist sozusagen, besteht aus dem, wir sind der, der alles benennen darf, der alles, für alles ein Wort findet und eine gute Formulierung. Und dann gibt es diese Figur, so eine Kaspar-Hauser-Figur oder eben die vielen verwandten Figuren, denen irgendetwas angetan wurde, was unsichtbar bleibt, von dem sie nie berichten werden können und das jetzt sich nur so zeigt, dass sie nicht mehr die Welt benennen können. Und das Schreckgespenst der Gebildeten ist das auch ein bisschen vielleicht. Das Schreckgespenst einer bürgerlichen, die schreibenden, verehrenden Klasse mag auch sein. Und besonders parabelhaft sind dann Geschichten, wo zum Beispiel ein Schriftsteller so ein Schicksal erlebt, dass er nicht mehr sprechen kann. Es gibt da eine sehr gute Biografie über Valérie Larbaud, ich muss kurz ab, 1881 bis 1957, und er war ein sehr polyglotter Mensch, sehr reich auch, und war der, der die französische Übersetzung von Joyces Ulysses betreut und lektoriert hat. Und sein Schicksal ist einerseits, zeigt das so eine Art von Urszene des zur Sprache kommens im Geiste des Kaspar-Hausertums und zugleich auch, wenn mir diese etwas oberflächliche, dieser Kurzschluss erlaubt ist, auch was passiert, wenn man mit seinem eigenen Werk, wie zum Beispiel im Rahmen von Preisverleihungen und Ehrungen, allzu deutlich konfrontiert wird. Alles das enthält diese kleine Parabel, die eigentlich nur eine Lebensgeschichte ist von Valérie Larbaud in sich, und die erzähle ich Ihnen jetzt. Er hatte, war also ein sehr, sehr brillanter, vielsprachiger und produktiver Autor und hatte aber dann einen Schlaganfall und sein Sprachzentrum wurde beschädigt. Und er konnte auch, zumindest einigen Beschreibungen zufolge, sich auch kaum mehr bewegen, also so ein bisschen wie ein Locked-In-Syndrom. Und die letzten 20 Jahre seines Lebens, das sagt sich so schnell, 20 Jahre, ne? Aber 20 Jahre seines Lebens, konnte er nur einen einzigen Satz sagen, nämlich Bonsoir les choses d'ici bas, also guten Abend, ihr Dinge hier unten. Was fast zu poetisch klingt, um das, dass es wahr ist, aber mehrere Biografien versichern uns, dass das der einzige Satz war. Sein Innenleben blieb aber während der ganzen Zeit über intakt und er wiederholte immer wieder diesen einen Satz, so wie Kaspar Hauser auch, mit seinem, ich möchte ein Reiter werden, wie mein Vater einer gewesen ist. Ähnlich auch wie der berühmte Rabe in dem Gedicht von Edgar Allan Poe, das Sie vielleicht kennen werden, Quoth the Raven, Nevermore. Der kann auch immer nur Nevermore sagen, und der Mensch, der zu dem er ins Zimmer geflattert ist, geißelt sich vor diesem Nevermore-sagenden Raben, indem er ihm genau die richtigen falschen Fragen stellt, nämlich, wird meine Geliebte je aus dem Tod zurückkehren? Und der Rabe, papageienhaft, sagt einfach Nevermore, und der Mann, oh Gott, er sieht das immer als Wahrheitsorakel. Und Valérie Larbaud sagte zu jedem ihm sozusagen auf ihn zielenden Satz, Bonsoir les choses d'ici bas. Mal sagte er den Satz so, dass er gut passte, mal sagte er ihn so, dass man nicht verstand, worauf er hinaus wollte. Er hatte ja nur diesen einen. Und gelegentlich schüttelte er beim Intonieren des Allzwecksatzes ein wenig den Kopf oder er lachte, weil die Kombination mit der vorhergestellten Frage eines Besuchers besonders reizvoll und absurd ausfiel. Und dann geschah etwas, nämlich ein bisschen sowas wie das hier, es kamen Ehrungen, schon spät im Leben,
Und der Verleger Gaston Gallimard hat ihm macht eine große Werkausgabe, was sehr so ehrenvoll ist in Frankreich. Und dann hat er ihn konfrontiert mit seinen eigenen Werken, hat sie ihm vorgelegt. Und Valéry Labot hat doch Nicken und Kopfschütteln irgendwie signalisiert, ob er das inkludieren möchte oder nicht. Und als man immer mehr Bücher zeigte und Texte vorlas und er sein eigenes Werk da so gibt, ich weiß nicht, ob er das ganz freiwillig über sich ergehen gelassen hat, immer wieder sein eigenes Werk gezeigt bekam, die Vorzüge, die Fehler, gesellte sich plötzlich, wahrscheinlich als Immunreaktion auf dieses Säurebad, ein neuer Satz hinzu, nämlich pas bon, nicht gut. Das ist eine ungeheuer heroische, triumphale Geschichte, finde ich, obwohl sie in so dunklen Farben gemalt ist. Aber Valéry Labot ist da, es ist ein Beispiel, wie jemand wirklich zum Sprechen kommt. Ich bin manchmal im Leben wirklich auch direkter Zeuge gewesen, wie jemand zum Sprechen kommt. Eines Tages habe ich ein gehörlos geborenes Kind dabei beobachtet, wie es zum ersten Mal ein Gedicht in Lautsprache gesprochen hat. Und das war dieser Zauberlehrling von Goethe. Das war halt, also ich will nicht halt so das imitieren, aber es war halt sehr undeutlich noch. Also hat der alte Hexenmeister, es war sehr Meister, nur die Vokale erst einmal und dann nach und nach hörte man auch die Konsonanten. Und ich habe mir gedacht, Zauberlehrling, natürlich. Das war fast auch zu perfekt von der Wirklichkeit gebaut, fast schon plakativ hergestellt, dieses Bild für mich. Es war ein Zauberlehrling, den ich gesehen habe. So wie auch Alan Moore sagt, to cast a spell is simply to spell. Also einen Zauberspruch machen, to cast a spell, bedeutet einfach nur buchstabieren. Mehr eine andere Magie haben wir nicht. Und diese Übertragungen von sprachlichen Dingen, ich komme dann zum Ende meiner Dankesworte hier, aber das ist am schwierigsten zu formulieren. Es gibt eine Geschichte, nämlich von Jakob Wassermann, die ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Und ich weiß nicht, wie bekannt sie ist, aber sie ist sehr unheimlich und sie zeigt genau die Kehrseite von dem, was ich gerade beschrieben habe, nämlich dass ein Mensch zur Sprache kommt. Hier kommt interessanterweise die unmenschliche, tödliche Welt zur Sprache plötzlich. Ich erkläre kurz, wie ich das meine. Es ist die Geschichte Die Pest im Finchgau. Da geht es um ein Dorf und da kommen so Gaukler und die haben eine dressierte Äffin, also ein Gorilla-Äffin, eine große, kräftige. Und dann gibt es so eine ungewollte, unabgesegnete Liebesverbindung zweier Jugendlicher und die Äffin überträgt die Pest auf die Dörfer, aber die Leute glauben, es ist aufgrund der Unabgesegneten, so ein bisschen Romeo und Julia-Dynamik, also es ist, sie lasten es den Jugendlichen an und die müssen dann so ein bisschen sich verstecken kurz und kommen dann wieder zurück. Und der Junge, ich glaube er heißt Franz, geht, nachdem er von der Krankheit, die ihn auch natürlich befällt, genesen ist, seine Geliebte suchen und er sieht ihr Zeichen, nämlich einen aus dem Fenster gestreckten Arm mit dem Licht, mit der Lampe oder vielleicht ist es eine Fackel. Und da ist das Zeichen, Gott sei Dank, sie lebt noch und er geht hin und dann findet er im Haus die Äffin. Oh, das ist so eine groteske Szene, die da so steht und so mit plötzlich ganz menschlich jugendlichen Bewegungen ihn zu begrüßen scheint und tot in der Ecke liegt seine Geliebte. Und er hat gar keine Zeit, groß zu reagieren, weil die Äffin rauscht auf ihn hin und bricht ihm auch sofort das Genick. Sie ist ein blindwütig tötendes Prinzip, eben wie eine Pest, wie eine Seuche, wie eine Pandemie. Und dann aber hält Wassermann inne und beschreibt uns die Äffin. Die steht ein bisschen so für das, auch was wir hier erleben, also blindwütig durchs Land und durch das Leben rauschende Pandemie. Er interessiert sich nicht für Menschen, erkennt sie gar nicht als was Wertvolles, zerknackt sie einfach, wirft sie weg. Man kann nichts dagegen tun oder wenig. Aber er hält inne und er beschreibt sie uns kurz und sagt,
dass man ihr ansehen kann, das ist das Schwierige zu formulieren jetzt ein bisschen, man kann ihr, er suggeriert, dass wir ihr eine neue Melancholie ansehen plötzlich. So als wäre auf die unbeseelte oder die unmenschliche Welt irgendetwas übergesprungen, wenn das Leid in der Welt nur groß genug ist. Das könnte sie so plötzlich merken, was Menschenschmerz heißt, und würde das ausdrücken durch diese bizarre Imitation des Ausstreckens des Arms durch ein Fenster und das Licht. Was immer sie da anlocken will. Es ist nicht der Geliebte, weil den hat sie ja wie nutzloses Holz umgebracht sofort und weggeworfen. Und dieses Bild, dass selbst die menschenfeindliche Natur oder die, das, was unseren Tod will, das Universum, das an unserer Auflösung jeden Tag arbeitet, auf eine ganz unbegreifliche Weise von uns etwas lernen kann sogar, ist ein ungeheurer Gedanke, der mir nie wieder irgendwo in der Literatur begegnet ist. Außer da in diesem Moment bei Jakob Wassermann. Und im Zeichen so einer einzigartigen, seltsamen, eines so einen leuchtenden Korns von Wahrheit, von mit Gedanken undurchdringlichen sein, etwas, was man nicht ausdenken kann, so, ja, ist nicht zu Ende denken. In diesem Zeichen fühle ich mich besonders geehrt und auch verwirrt ein wenig, dass man mich heute in seine Nähe rückt und in seinem Namen eingeladen hat und einen Preis mir gegeben hat. Ja. So, ich bedanke mich nochmal und hoffe, diese etwas freie Dankesrede war verständlich. Ich hätte sie nicht, glaube ich, hinschreiben können, dafür ist das in ihr Enthaltene zu gehaltvoll, zu schwer auszudrücken, zu geheimnisvoll. Und ja, haben Sie ja noch einen schönen Abend, und ich bedanke mich auch, wenn ich darf, für die wirklich wunderbare Musik. Ich bin ein großer John Coltrane-Fan und hatte jetzt am ganzen Körper Gänsehaut bei A Love Supreme beim letzten Stück. Schönen Abend. Thank you.